Bevor wir ein Faultier zeichnen, sollte man versuchen, einmal das Tier zu studieren. Das heißt, erst einmal Material zu sammeln. Wie sieht denn das Tier überhaupt aus in verschiedenen Positionen? Was sind die charakteristischen Merkmale? Wir sehen hier zum Beispiel beim Faultier, dass es einen verhältnismäßig kleinen Kopf hat. Natürlich, wenn der im Vordergrund steht, der Kopf, dann werden wir ihn etwas größer zeichnen. Es hat auch sehr lange Arme, das wollen wir auch berücksichtigen. Und es grinst immer ein bisschen, so wie wenn es ein bisschen auslachen würde. Dann die Krallen sind auch besonders markant und das Fell. Wir sehen also hier langhaariges Fell oft und sehr lange Krallen, mit denen sich das Faultier einheben kann. Also immer auch die Funktion mit berücksichtigen. Dann müssen wir überlegen, in welchem Zusammenhang wollen wir das Tier zeichnen.